Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und ich wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Uns wollte ich heute wieder so ein kleines Opening-Video präsentieren. Heute wollen wir mal wieder den Great Vault öffnen und dazu war ich ein bisschen unterwegs mit meinem Main und mit einem Hunter. Und zwar, muss mal gucken, was haben wir eingestellt. Ja, Feral habe ich eingestellt, passt. Ich habe ein bisschen PvP gespielt und mal gucken, was dabei rumkommt. Also wir haben einmal einen Ring mit Mastery und Versa. Der wäre wahrscheinlich für mein PvP-Gear sogar besser. Aber ich muss eher gucken, dass ich ein bisschen T-Mog rankriege, ne? Weil ich spiele quasi PvP aktuell nur wegen T-Mog, wenn ich ehrlich bin. Da wären die Handgelenke natürlich auch nicht schlecht. Ich glaube, wir nehmen einmal die Handgelenke. Die sind zwar mit Crit, ne? Also eigentlich schlechter als das, was ich... Obwohl, nee, ich habe gar keine PvP-Handgelenke, aber da wäre Mastery bzw. Versa besser. Aber wie gesagt, ich muss ein bisschen gucken, ne, dass ich ein bisschen T-Mog zusammenbekomme. Deswegen nehmen wir jetzt einmal die Handgelenke und dann würde ich sagen, gucken wir noch auf den Hunter. Ja, wunderbar, wieder ein Teil. Ich muss mal gucken, ich habe ein paar PvP-Sachen bis jetzt. Warte, ich kann es euch mal zeigen. Die Handgelenke sind dann auch ein Upgrade, weil die scalen ja dann auf 450 hoch. Ich hätte zwar jetzt auch einen Mastery-Ring brauchen können, aber da habe ich mir schon zumindest einen 437er habe ich da schon. Und ja, das bringt mir auch kein T-Mog, deswegen nehmen wir die Handgelenke. Gut, Team, dann schauen wir auf den Hunter. Jetzt muss ich bloß gucken, wo habe ich den rumstehen. Zu viele Accounts offen. Ah, da haben wir ihn. Und zwar habe ich mit dem ein bisschen RBG gemacht. Also sprich, kriegen wir auch einen PvP-Loot raus. Und ja, jetzt gucken wir mal, was haben wir. Wir haben einmal den Gürtel und einmal die Hose. Nicht im Überlegen. Die Hose. Ich muss bloß schauen, dass ich nicht das komplette Set hole. Weil, obwohl, mir fehlen eh noch einige Teile. Also das Problem sollten wir nicht kriegen. Beste. Gürtel habe ich auch noch nicht. Ich könnte jetzt die Hose nehmen, aber dann hätte ich direkt quasi schon das umgewandelte Item. Dann wäre es eigentlich sinniger, ich nehme den Gürtel und kann das dann noch in den Katalysator packen, wisst ihr? Um maximal T-Mog-Items rauszukriegen. Machen wir es mal so rum. Und dann kann ich mir vielleicht noch ein, zwei andere Sachen kaufen, denn ich habe auch noch ein paar Punkte über. Mit dem Hunter werde ich jetzt nichts weiter machen. Ich habe quasi 1,8 jetzt im RBG und dementsprechend konnte ich mir diese alten T-Mog-Sachen kaufen in Area 52. Da gibt es ja quasi dieses alte Set. So, jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt legen wir mal den an. Und dann müsste ich mal schauen, was ich mir noch kaufen kann. Dann können wir auch eventuell schon mal ein bisschen was umwandeln im Katalysator, wenn ich da noch Aufladungen habe. Um so ein bisschen das T-Mog zu maximieren. Ich habe nämlich noch 1400, 1500 Punkte knapp. Und eventuell können wir uns noch ein, zwei Sachen kaufen. Heißt, ich könnte mir jetzt zum Beispiel die Schuhe kaufen. Ja, die Hose ist ein bisschen teuer tatsächlich. Ich könnte mir Schuhe und die Hände habe ich schon. Das ist noch günstig. Handgelenke wäre noch günstig. Umfang ist auch noch günstig. Ich glaube, ich kaufe mir die Schuhe und die Handgelenke. Machen wir es so, oder? Was habe ich denn sonst für Stats genommen? Ich weiß immer gar nicht. Na gut, eigentlich ist es vollkommen wurscht, was ich nehme. Ich mache mit dem die Season eh nichts mehr. Nehmen wir einfach Tempo, scheiß drauf. So, also einmal das hier. Und dann hätte ich gesagt, kaufe mir noch irgendwelche Schuhe. Auch mal Tempo. Ich meine, Tempo war gut für einen Hunter, aber ich bin mir jetzt auch nicht mehr sicher, wenn ich ehrlich bin. So, den Mist können wir weghauen. Und jetzt muss ich mal gucken, wenn man die Sachen nämlich in Katalysator umwandelt, dann ist es für die Set-Teile ja sinnig, ne, dass man Set-Bonus hat. Wenn man normal PvP spielt, ist es eigentlich immer nicht sinnig, die im Katalysator umzuwandeln, denn man kriegt dann die PvE-Stats in Anführungszeichen und da ist oftmals weniger Versa drauf. Man will ja im PvP möglichst viel Versa haben, deswegen ist es eigentlich eher Käse, aber fürs T-Morgen macht es natürlich Sinn, ne? Kriege ich dann quasi nicht nur
die T-Mox raus, die ich beim Händler habe, sondern dann auch noch meine extra ID über den Katalysator. Ne? Und da ich jetzt bei dem eh nichts mehr machen werde, macht es ja Sinn. Ne? Ich brauchte nur die 1800, um quasi, ja gut, einmal das Elite-Set mitzunehmen, aber hauptsächlich ging es mir um diese alten Classic-PvP-Sets, die du dann halt quasi in Area 52 kaufen kannst. So, jetzt gucken wir mal, wie viele Aufladungen habe ich denn? 2 Aufladungen habe ich, dann tun wir doch die Schuhe gleich schon mal umwandeln. Ich glaube, alles wird's, dafür wird es eh nicht reichen. Also da muss ich die nächsten Wochen immer mal dran denken, dass ich die Sachen nur umwandle. Und den Gürtel kann ich auch umwandeln. Seht ihr, der wandelt sogar in den Item um mit Versa, aber da ist dann immer weniger drauf. Jetzt habe ich hier zum Beispiel nur 200 Versa drauf, aber wie gesagt, vollkommen egal. Mir geht es hauptsächlich nur um ein bisschen mehr Tömok. Gut, das hätten wir. Punkte habe ich jetzt auch keine mehr und ja, für nächste Season hebe ich schon mal die Ehre auf, die ich jetzt noch habe. Dann kann ich mir nämlich gleich das blaue Set kaufen, habe ich bei Magier auch schon gemacht. Die resettet ja, so wie es aussieht, nicht. Also zumindest auf die Season ist sie nicht resettet und ich vermute mal, Blizzard wird das beibehalten. Ne? Dann kann ich mit der Rest-Ehre dann gleich nächste Season wieder loslegen. Juti, fürs kleine Opening-Video war es das auch schon. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Wenn ihr wollt, könnt ihr gerne das nächste Mal wieder reinschalten. Euer Tela, bis dahin, ciao.